Bringen wir das Ding über die Bühne. Yep, unser Fabrikator sollte in einem der Lager sein. Na, theoretisch ist es Ihr Fabrikator. Okay, hier ist die Wagensteuerung. Rufen wir den Aufzug und legen los. Sind alle Bauzentren so gewaltig? Ach, die gleiche Größe, die gleiche Form, der gleiche Grundriss. Na schön, dann mal runter zu den Ladebuchten. Dell, du bringst uns runter. Kate, du kommst mit mir. Wird gemacht. Viel Spaß da unten, ihr zwei. Wir sind drin. Schick uns runter. Hey, gibt's ein Problem? Nein, nein, nein. Ich lerne nur gerade die Steuerung kennen. Ja, und los geht's. Hey, was ist da oben los? Geht der Saft aus? Ich arbeite dran. Hey, vielleicht fahren wir einfach weiter, okay? Yep, ich versuch's ja, aber diese Steuerung ist wirklich verwirrend. Oh-oh. Und jetzt? Dell, was zum Teufel machst du da? Tut mir leid, das System hat mich rausgeworfen. Ich musste erstmal den Strom abstellen. Hast du nun die Kontrolle oder nicht? Yep! Glaub ich. Kate, das nächste Mal übernimmst du die Steuerung, okay? Das habe ich gehört. Achtung, da ist der Fabrikator. Hey, fass doch mal mit an. Okay, komm schon. Und vorsichtig. Okay, geladen. Dell, setz das Ding in Bewegung. Geht klar. Ich kann es kaum erwarten, dieses Ding nach Hause zu bringen und wieder Strom zu haben. Wohl, Lesen bei Kerzenschein ja auch was für sich hat. Das war wohl das Bekloppteste, was du heute gesagt hast. Vielleicht auch nicht. Dell, die halten den Aufzug fest! Scheiße! Da muss irgendeine Sicherungssperre aktiviert worden sein! Verflucht! Ich bin schon wieder aus dem System geflogen! Häng dich halt wieder rein! Verfolger im Anmarsch! Hey, du stehst mir im Weg! Halt sie uns vom Leib! Der Verfolger! Noch mehr! Dell, Statusbericht! Ich hacke mich zurück ins System! Haltet durch, ich bin gleich drin! Ja, oh, du machst wohl Witze! Dell! Hey, das ist gar nicht so leicht, Mann! Beeil dich einfach damit!
Soldaten im Anmarsch! Verschaff uns mit der Überbrückung Deckung! Ich hab keinen Zugriff! Du bist Geschichte! Fügen Sie sich unserem Vorwurf! Granate raus! Oh yeah! Untersuche und erstelle Ziele von Ihrer Waffe. Noch mehr! Reise mit nicht tödlicher Gewalt an! Verflucht dich schon wieder! Du reißenden Hirten zerstört! Lassen Sie jegliche feindselige Handlungen. Feindliche Ziele geordnet. Ziele angekündigt. Ihre Kontakte geordnet. Nicht doch, wir flankieren uns! Unrechtmäßige Dunkel. Statusbericht! Ich hacke mich zurück ins System! Haltet durch, ich bin gleich drin! Nachladen eingeleitet! Ziele müssen in Gewahrsam genommen werden. Ein toter Baby! Mögliche Feindkontakte. Okay, ich bin wieder im System. Sucht jemand eine Mitfahrgelegenheit? Ja, bitte! Du bringst uns hier unten echt um. Nein, ich versuche das zu verhindern. Gut, Munition. Warten Sie auf Ihre Gewahrsamnahme. Komm schon, du bescheuertes Scheißstück! Warte, wow, Del, das war unser Stock! Ja, ich weiß! Hier geht's gerade richtig ab, ich brauche eure Hilfe! Hey, wir müssen ihm helfen! Feindliche Ziele angreifen! Einheitlich! Ziel zerstört! Könnt ihr etwas Hilfe brauchen? Bringe Wasserfahrlege auf den Stuhl! Noch ein toter Hirte! Die Gewahrsamnahme initiiert! Sie haben mich festgenagelt! Unrechtmäßige Luft geordnet! Vorrücken und niederhalten! Okay. Alles klar. Ich bringe euch dann mal wieder runter. Yep. Das wäre ganz gut. In Ordnung. Verschwinden wir von hier. Helft mir mit dem Fabrikator. Ha!
Fass doch mal mit an. Hey, weißt du noch, was du Rainer über den Fabrikator gesagt hast, Shady? Oh, bitte, erzähl's mir. Rein und raus, leichtes Spiel. Genau deine Worte. Also kann's jetzt nur noch leichter werden. Gehen wir zu Oscar. Der wirklich, wirklich sauer. Oscar, wir haben den Fabrikat. Hi. Lieutenant, Sie waren fleißig. Ministerpräsidentin, Sie sehen anziehend aus. Genug, Herr Hongehalbert. Sie kommen mit uns. Sie sind neu und bewaffnet. Sind Sie. Und jetzt kommt das Interessante. Im Gegensatz zu Ihnen befolgen Sie Ihre Befehle. Was soll das? Reicht Ihnen der Vorfall in Siedlung 2 noch nicht? Ein äußerst erfolgreicher Einsatz. Das ist heute unsere wohl folgsamste Siedlung. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was? Ich weiß ganz genau, wozu sie ausgebildet wurden. Tschüss. Wovon zum Teufel redet sie denn da? Kein Schimmer. Aber wir müssen von hier verschwinden. Das ist verdächtig praktisch. Ich hätte nicht gehen sollen. Ist schon okay. Offenbar war es drinnen doch sicherer. Hey, Superhirn! Wollen wir da wirklich reingehen? Wir schon, aber bleib du ruhig hier, wenn du willst. Fabrikator, wir kümmern uns um unsere neuen Freunde. Achtung, Schock! Pass doch auf, das Ding geht hoch! Das ist also Jins neuer Supersoldat, hä? Ziemlich lahm! Ich bezweifle, dass es Sie kümmert, Oscar! Hey, weniger quatschen, mehr schießen! Da kommt ein Landungsschiff! Fügen Sie sich unseren Forderungen! Wir setzen noch mehr Divis ab! Hilf Dell, den Fabrikator zu tragen. Kate und ich gehen vor. Damit eins klar ist. Als du ankamst, hatte ich Jin quasi genau, wo ich sie haben wollte. Genau genommen hast du mich also gar nicht gerettet. Ja, Oscar, ist schon klar. Jemand eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Was ist das? Oh, Scheiße, sie kommen durch die Wände! Wiederbeleben! Zeit für eine Revanche!
Das ist für mich. Hier lang! Oh, scheiße, Muni alle! Das ist für mich. Dann verfehlt. Höchste Zeit abzuhauen. Weißt du was? Ich muss dir immer öfter recht geben. Alles klar, das waren alle. Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, wir zetteln mit diesem Überfall einen Krieg an? Du hast Jin doch gehört. Hier geht es garantiert nicht um Überfälle. Wir sollten mit Rainer reden. Genau, weil meine Mom über nichts lieber spricht als über die Kur. Scheiße!
aufpassen! Verfolger! Kommt schon, weiter geht's. Meine Treue zur Chor hat man aus mir rausgeprügelt. Aber mit anzusehen, wie Jin sich völlig auf diese ollen Zinnmänner verlässt, bricht mir das Herz. Du könntest dich wieder einschreiben. Da sind kürzlich ein paar Plätze in der Führungsriege frei geworden. Kein Bedarf. Ich bin eher der Erst-Schießen-, dann-Salutieren-Typ. Bürger, Sie halten sich im Sperrgebiet auf. Wer der Einsatz? Macht den Platz! Wir sind ganz sicher reingekommen. Es ist nicht mehr weit. Scharfschütze! Oh, verdammt! Auch noch Scharfschützen! Was hat sie noch alles gebaut? Einheit lädt nach. Der Ausgang ist davon. Oh, Scheiße. Hoffentlich haben Jin's Bots Chas nicht entdeckt. Keine Sorge. Der Hübsche kommt schon allein klar. Meins. Glückwunsch! Wir haben den Fabrikator so gut wie aus der Siedlung geschafft. Und was jetzt? Jetzt werden wir diesen Kran absenken, um uns den Weg freizumachen. Kinderspiel. Einfach wie? Es gibt keine Steuerung.
Nur ein Dibi kann das Ding steuern. Es muss einen Weg geben, den abzusenken. Wir müssen irgendwie dieses Ding absenken. Erledigt. Ja, ja. Los jetzt. Da kommt mehr Bibis. Ganz wacker? Oh, sagte ich wacker? Ich meinte überwältigend. Wirklich, eine ganz spektakuläre Heldentat war das. Okay, okay, du brauchst dich nicht so aufspielen, du Arsch. Du bist in Sicherheit, Hübsche. Deine Freundin Jin lässt eher nicht so schnell locker. Da hast du wohl recht. Oscar, komm schon, wir müssen los. Sorry, Freundchen. Ich fahre. Okay, du fährst. Du musst uns den Rücken frei halten. Bist ein besserer Schütze als ich. Wirklich? Nein, ich will nur, dass du dich besser fühlst.